Gerade eben habe ich mir die Bücherdiebin angesehen und halte jetzt meine Eindrücke auch sofort mal nach der Vorführung fest. Und um auch gleich das auf den Punkt zu bringen, ich bin maßlos enttäuscht. Gut, Romanverfilmungen sind immer so eine Sache, insbesondere wenn es geniale Romane sind, wie in diesem Fall. Ich glaube, man darf auch durchaus Weltbestseller sagen. Ich glaube, in 30 oder 40 Ländern auf der Bestsellerliste, auch hierzulande. Und ich habe es gelesen und geliebt. Es ging mir sofort in Fleisch und Blut über, muss ich sagen. Also für das Buch gibt es schon mal 5 Sterne an dieser Stelle. Ganz, ganz großes Kino. Leider wird das nicht für den Film. Weil das Problem ist, das Buch spielt im Zweiten Weltkrieg. Ich habe die deutsche Familie, die den jüdischen jungen Mann im Keller versteckt, den die Nazis natürlich suchen. Hat man alles 100.000 Mal gesehen. Und jetzt halt das 100.000. erste Mal und damit für meinen Geschmack definitiv einmal zu viel. Und dann kann es einfach nicht sein, dass ich als Studio in eine große Produktion investiere und auch mit Sicherheit die Filmrechte ja nicht für Peanuts eingekauft habe und dann einfach nur mich auf den Lorbeeren des Buches ausruhe und sage, das verfilmen wir jetzt. Weil, wie gesagt, man hat dieses Szenario ja schon, wie gesagt, so oft gesehen, dann muss ich mir doch bitte schön überlegen, wie kriege ich das jetzt neu inszeniert, dass es halt nicht alles wirkt wie 10-mal gesehen, 20-mal gesehen, 30-mal gesehen, das ist einfach, da ist irgendwas fehlte da, glaube ich, an dieser Stelle bei den Verantwortlichen. Tut mir leid, das so ausdrücken zu müssen. Also ja, das gibt's einfach gar nicht, weil wenn ich sowas kriegen würde, würde ich doch sagen, okay, also was muss man da machen, damit das eben halt auch beim 100.000. ersten Mal funktioniert? Das heißt, ich brauche einen Regisseur, der richtig was auf dem Kasten hat, egal ob er jung oder alt ist, alter Hase oder nicht, darauf will ich es jetzt gar nicht festmachen, aber er halt wirklich dann kommt und sagt, ich habe ungewöhnliche Perspektiven, ich habe ganz außergewöhnliche Schnitte, ich habe überraschende Wendungen in der Handlung oder was auch immer. Oder dass es ja irgendwie schafft, dass die Charaktere einen berühren, dass man in die Handlung hineingezogen wird und all das fehlte mir hier. Das hat mich komplett kalt gelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Um mal ein Beispiel zu geben, da gibt es halt, wie gesagt, auch das ganz obligatorisch und stereotyp, die Szene, wo der Nazi in den Keller geht und sich der jüdische junge Mann da, wie gesagt, versteckt und man weiß halt zwar nicht wo, ahnt es aber dann irgendwann und dann sollte man doch meinen, dass da Spannung aufkommt. Also ich vergleiche das an dieser Stelle mal mit Inglourious Basterds. Tarantino fängt ja genau mit so einer Szene an. Christoph Waltz, genial. So, und nach 2 Minuten kommt man da schon auf den Finger. Nägel und hier, der ist da, ja. Ob der den findet? Na, bestimmt nicht. So ungefähr, jetzt etwas übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine, es war halt keine Spannung da und das kann doch nicht sein in so einer Szene, dass es mich halt nicht packt, dass es mich kalt lässt, dass ich einfach ein dritter Beobachter bin, dann läuft da irgendwas falsch in diesem Film. Und das, wie gesagt, hat mich halt so maßlos enttäuscht, weil das Buch ist allein deswegen so genial, um vielleicht auch das nochmal ganz kurz zu erklären, weil halt der Autor genial ist. Der kann mit Worten umgehen, ich habe sowas noch nicht erlebt, nicht auf so eine intellektuell hochtrabende Art und Weise, dass man da erst 3 Tage drüber nachdenken muss, sondern man versteht es sofort. Die Worte gehen wirklich sofort ins Herz eigentlich, muss ich sagen. Also man fühlt, was da gemeint ist und das klingt vielleicht pathetisch, aber ist jetzt gar nicht so, es war grandios. Es hat mich wirklich absolut berührt, das Buch, ganz großes Kino. Ja, leider halt nicht dieser Film. Weil der Autor aber auch mit der Dramaturgie umzugehen versteht. Denn, also, welche Informationen der Leser an welcher Stelle wie homöopathisch dosiert bekommt, das macht natürlich auch ganz entscheidend was aus. Und da reicht es halt nicht, diesen Trick zu übernehmen, zu sagen, ja, der Erzähler ist der Tod. Das ist natürlich ungemein oder könnte zumindest makaber werden, wenn ich dann eben halt den Tod als Erzähler wähle für eine Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Das wird es im Buch halt nicht, das funktioniert, das ist wirklich, also die Eier muss man auch erstmal haben, zuerst im Hirn, um sich sowas auszudenken und dann in der Hose, um sowas umzusetzen, ohne dass es halt wirklich ein Missgriff wird. Also Chapeau an dieser Stelle, Markus Zusack, der Autor, also ganz, ganz groß Respekt und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen an dieser Stelle, kauft euch lieber das Buch, da habt ihr ganz bestimmt mehr Spaß dran als an diesem Film, weil wie gesagt, das hat mich jetzt leider Gottes absolut kalt gelassen, muss ich sagen und das ist halt für ein Drama das Schlechteste, was man eigentlich sagen kann. Liegt nicht an den Schauspielern, die waren super klasse, brauche ich auch nicht alle aufführen, also ausnahmslos, es liegt schlicht und ergreifend wirklich an der Inszenierung und das, wie gesagt, hätte ich mir, glaube ich, als Studio ein bisschen vorher überlegen müssen, wen ich da ans Ruder lasse und der halt da ein bisschen was Pfiffigeres inszeniert als jetzt dieses hier. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle
kauft lieber das Buch. Und wenn ich das als echter, ausgemachter Filmfan schon sagen muss, dann ist das schon ziemlich übel, finde ich persönlich. Also das ist jetzt ein Film, den braucht man, glaube ich, wirklich nicht. Da ist man sehr viel besser bedient, wenn man das Buch liest. Deswegen an dieser Stelle ein Stern von 5 möglichen für den Film. Und 5 Sterne für das Buch und von daher ausnahmsweise mal eine Buchempfehlung an dieser Stelle. Wünsche aber trotzdem viel Spaß im Kino. Es muss ja nicht unbedingt dieser Film sein.